Hallo, hallo. Ist der Audio drüber? Das ist jetzt schon wieder. Und steigt. Sehr merkwürdig, finde ich angezeigt. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Gucken wir mal, dass wir mal weiter in den Sinn kommen. Hier zu den Kettles. Doch das ist auf Anhieb klappt. Soweit. Die Route sieht auf jeden Fall schon wieder spannend aus. Ich auch. Ich bin irgendwo gegen gefahren. Tod von oben. Immer diese scheiß Flugzeuge. Das hat ja gut geklappt. Ich glaube, das war der schnellste Tod ever. Mann. Was für ein Käse. Weiß, ich fahre in die falsche Richtung. Starte Feindbeschuss! Ich kann nicht fahren! Wieso kann ich denn nicht fahren? Was ist das denn jetzt schon wieder? Warum sind die überhaupt schon so aktiv hier? Feind. Sehr lustig. Es gibt Sünder hier, Sünder. Oh, mit Fäusten ist schlecht. Ist auch schon mal die falsche Waffe, ne? Oder? So, stellen wir uns mal ein bisschen her hier ans Kreuz. Go, go, go!
wollen mich doch veräppeln, oder? Es gibt Sünder hier, Sünder. Augen auf! Immer noch nicht erwischt? Ah ja. Jetzt ist mein Quad wahrscheinlich da unten nicht mehr vorhanden. Das sieht gut aus. Irgendwie ganz viele Feinde sehe ich aber. Noch Ruhe im Karton hier. Eine. Ausnahmsweise sehe ich jetzt mal keinen mehr. Wahnsinn. Jetzt allerdings schon wieder. Beziehungsweise ich höre es. Hilfe! Ich dachte, ich würde rüberfahren. Oh oh. Meine Herren. Was ist denn kaputt hier? Auf jeden Fall komme ich dem Ziel näher. Schwierig. Aber tatsächlich erfolgreich. Nicht meine Mission. Vielen, vielen Dank. Danke für den Hinweis. Konflikt. Ist wohl mein Glückstag. Ist das so? Yeah.
Okay, fahren wir einfach dran vorbei. Auch eine Variante. Ups, der war durchschlagend. Aber sowas von durchschlagend. Kommt schon wieder ein Flieger oder was? Wollte ich den bringen, ja. Ich habe die Fahrsteuerhilfe angeschaltet. Wem sagst du das? Lässt, bin ich so gut wie tot. Will ich nicht nehmen. Bitte erzähl keinem, dass ich so überrumpelt wurde. Hm? Was denn? Eine Kollegin des Deputies soll in Johns Bunker gefangen sein. Sollte eigentlich ganz einfach gehen. Runter in die Wellington-Mine, alles einsammeln und wieder raus. Aber dann kam die Sekte und wir waren am Arsch. Ich bin gerade noch entwischt. Wir sind alle für dich da. Das ist wunderbar. Soll ich mich jetzt freuen? Auswählen. Ja, und? Ich bin unterwegs. Also geht das. Wie Sie sehen, sehen Sie noch nicht viel, ne? Präsentierteller bestellst, dann wird das schwierig mit aufpassen. Ist dir schon klar, ja? Ah, das ist ein doppelter Eingang. Ich geh da lang. Wie wär's mit Schleichen statt gehen? Denn die Kuh hier. Kuh ist ein Stier, ne?
Kein Alarm. Kein Alarm ist gut. Zwischenszene. So. Seilrutsche benutzen. Habe ich vorhin nicht gesehen. Die Kellets waren gute Menschen. Es ist wirklich eine Schande, was ihnen zugestoßen ist. Aber Gottes Wege sind unergründlich. Und dank dir wird man bei Eden's Gate jetzt nicht mehr unser gestohlenes Essen auf den Tisch kriegen. Und wir können unsere Leute endlich wieder mit frischen Mahlzeiten versorgen. Falls wir die Rinder wieder einfangen können. Komm her, ich will mit dir reden. Ich suche nach einem Kuhflüsterer. Ich weiß nicht, wie es ausgehen wird, aber egal wie. Ich weiß, ich rede. Ich werde es genießen, dich zu töten. Ja. Werden jetzt kaputt. Okay. Ich suche nach einem Kuhflüsterer. Ja. Irgendwie ist das Radio wieder intakt. Hey, wie geht's? Ich zitter immer noch. Ach, da steht ein neues Radio. Wo ist denn der Kuhflüsterer? Pass auf mich auf! Was hat er denn schon wieder? Ich suche nach einem Kuhflüsterer. Kann ich dich mal kurz sprechen? Okay, hi. Hör zu. Richtig, gut, wenn du das alles von der Sekte zurückgeholt hast. Zum Glück haben sie die Farm nicht zu sehr beschädigt. Aber sie haben jede Menge Vieh getötet. Einige der Kühe laufen noch ziellos auf den Feldern rum. Kannst du sie zurück in den Stall bringen? Du musst sie ein bisschen aufscheuchen. Schmeiß einen Stein nach ihnen oder so. Oder gib ihnen einen Klaps. Sie werden vor dir weglaufen. Aber dadurch kannst du sie dahin lenken, wo sie hin sollen. Okay. Peggys oder Widerstand. Wer die meisten Kugeln hat, gewinnt das Tal. Irgendwie traurig. Stellungswechsel. Geh mir nicht auf den Senkel. Das ist fantastisch. Es kommen ständig neue Sachen hinzu. Wir hätten den Posten fast verloren. Danke dir. Johns Bunker ist die Vorratskammer der Sekte. Da bringen sie die ganze Nahrung hin, die sie uns stehlen. Das muss auf jeden Fall schneller gehen. Willst du mal was Geiles sehen? Dann check mal das Spiel hier. Krass, ich kann eigene Level erstellen. Nein. Was knapp. Das nehmen, ja. Silberbarren. Silberbarren sind allen Außenposten an Orten in County verdeckt. Nutze Silberbarren und Waffen, Fahrzeuge, Kleidung und Skins in Spiel. Oft kannst du Silberbarren auch im Shop im Pausenmenü kaufen oder ausgeben. Pausenmenü? Was hat Pausenmenü? Egal. Den ganzen Tag spielen. Doch noch was. Ach, das ist eine Option, ne? Ich will keine Kühe zurück. Alles. Keine Kühe. Ich geh da lang. Das Spiel ist grandios. Du kannst mit deinen Freunden spielen. Ja, mit dir kann man auch spielen. Vor allem, wenn man an dir vorbei will. Das ist das krasseste Spiel, das ich je gespielt habe. Ist das so? Ach, das liegt auf dem Tisch. Okay. Wir hätten wissen sollen, dass Josephs Clowns keine Angst vor Knarren haben. Sie sind auf unser Rindfleisch scharf und werden das Interesse wohl so schnell nicht verlieren. Ich sage es nur ungern, aber eventuell reicht es nicht, ihnen nur die Mündung unserer Schrotflinte zu zeigen.
Nächstes Mal, wenn einer auftaucht, müssen wir ihn vielleicht wegpusten. Erste Hilfe-Set. Die könnte ich tatsächlich mal kaufen. Mann, das ist das krasseste Spiel, das ich... Pass auf mich auf! Und safe. Eine Toilette. Wo war das safe? Da war das. Da oben liegt auch was. Das ist fantastisch! Es kommt neue Sachen hinzu. Und ein bisschen Kleingeld. Mach ich doch. Und lesen. Du hattest mir doch versprochen, dass du die Waffen von den Kindern fernhältst. Rate mal, wer sie putzen und in den Schrank unten räumen musste. Wieder mal. So. Wann bist du? Körperpanzer. Cool. Krass, ich kann eigene Level erstellen. Krass, ich kann dich gleich mal erschießen. Was Schrank denn? Doch nichts im Schrank. Okay. Mhm. Und du bist? Ui. Moin. Warten. Kleidung ist doch nur ganz normal, ne? Jedes Outfit. Bla. Was hier? Aha. Das war. Gegenstände. Upgrades kaufen. Immer wichtig. Aber wie kann ich die anziehen? Das interessiert. Karten für. Kann ich mal verkaufen, aber möchte ich das überhaupt? Kaufen. Waffen kaufen. Beute verkaufen. Wahnsinn. So. Wofür sind die teuren Dinger hier? Keine Ahnung. Und da haben wir noch was. Ich meine, die nutzt, werde ich. Beute verkaufen. Möchte ich nicht. Wie, ganz schön teuer. Und jetzt. Bla. Kapus. Tritt aufs Gar. Punkte hinzu. Ah, das war scheiße. Aber hier ist wieder was Neues aufgegangen. Robustheit wäre natürlich auch nicht schlimm. Immer noch nicht. Dschungelkönig. Der Angriff ist auch weniger spannend.
Aha. Zeug, Papa. Hm. Und da unten aber immer noch zu. Das ist doch so eine werfende Geschichte. Das nicht. Hier. Taekwondo-Meister. So. Kostet 6. Andere war. Also. Mach mal erst den hier. Aber die Punkte auch verballert. Doch gar nicht. Herzeige gefällig. Aladdin. Tachchen. Du laut. Schreck mich doch nicht so. Kann doch nichts anderes als erschrecken. Das weißt du doch. Lautstärke. Jetzt hält mich schon wieder doppelt. Ah, wegen Ingame. Muss ich aber nochmal ausmachen. Ach nee, du musst das ausmachen, weil ich dich bei dir höre. Hallo? Ich höre dich in-game. Ja, ich auch. Weiß nicht wo. Da kommt er wieder kurzfristig reingeflogen. Alles klar bei dir? Ja klar, immer doch. Hilfe. Ich wollte gerade noch mal gucken, aber die Kühe möchte ich nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Der ist schon wieder am Laden. Ja, Granaten, Dynamit, Molly, Wurfmesser, Sabotage, Tod von unten, Kettentakedown und Pistole. Ich nehme da mal eine andere Waffe mit rein. Das ist kühl schon. Kein Bock drauf. Den da. Verdammt! Hallo? Verdammt! Hallo? Hier ist... Verdammt! Hallo? Hier ist Snake Rai! Die Sekte steht vor unserer Tür. Ich glaube, die wollen mein Flugzeug. Wir halten nicht mehr lange durch. So. Flugzeug, warte. Endlich sehe ich das, meint. Bitte die Strecke. Ich gehe da lang. Das ist schön. Achso, wir sind. Ne? Brauch ich mal ein Auto. Siehst du eine Strecke oder warum springst du da schon drauf? Ja, klar. Wieso siehst du schon mal die Strecke und ich nicht? Keine Ahnung. Ah, jetzt sehe ich auch eine Strecke. Hey. Hier, wie siehst du eine andere Strecke? Hä? Eine neue. Also. Namens Querfeld ein. Der kriegt uns nicht, der kriegt uns nicht, der kriegt uns nicht. Nee, 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 nee.
Hier weit zu hinten, ne? Mag sein. Dann knacke ich erstmal genüsslich das Schloss hier. Jeder hat seine Aufgaben. Ich habe hier ein echtes Problem. Was für ein Schloss hast du denn schon wieder geknackt? Na, das hier. Achso, da drin ist er. Ich dachte, du wärst gerade draußen. Das Flugzeug war unser Weg hier raus. Was ist das? Haben wir jetzt die Mission verkackt? Das Flugzeug kaputt? Hey, ich muss mit dir reden. Nee, das müssen wir jetzt erstmal abholen. Du musst den anquatschen. Achso. Pass auf mich auf. Kann ich nicht. Weiß nicht, wo du bist. Den Typen hier! Ja, ja! Ich meinte den anderen Horschel. Der ist egal. Wir stecken hier fest! Wir stecken hier fest! Ich schwöre bei Gott, dass ich diesen Hurensohn John Seed umbringen werde. Nee, das machen wir schon. Ich muss es wieder haben. Das war unsere einzige Chance, hier rauszukommen. Ich würde ja selbst gehen, aber meine Frau ist schwanger und überfällig und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich meine, ohne das Flugzeug sind wir am Arsch. Bitte, meine Familie braucht deine Hilfe. Tut mir leid, diese Gefühlsduselei ist nicht mein Ding. Ich bin übrigens Nick. So wie ich die Sekte kenne, haben sie meinen Flieger auf John Seeds Ranch gebracht. Das ist die einzige Piste, wo man das Ding landen kann. Ich weiß, das ist ganz schön viel verlangt. Aber ich bin echt verzweifelt. Ich rücke vor. Was hast du gemacht? Unfall. Wieso, wo bist du? Ich saß da gerade drauf. Ich saß da drauf. Nee, darauf habe ich nicht geschossen. Sondern? Auf irgendeinem Kasten. Munition war da, glaube ich. Ich suche das Radio. Lauf mal. Man kann Munitionskisten kaputt machen, lol. War mir auch bis gerade nicht klar. Ey, das ist ja wieder 80 Kilometer. Yeah. Ruhrstrecke. Heute leben Nick und Kim Roy hier. Aber dieses Felderbesprühen machen sie schon seit Generationen. Was war das denn? Haben wir ein Fahrzeug übrig irgendwo? Haben wir eine Strecke irgendwo? Ah, keine Strecke. Ne? Haben wir nicht. Aber was? Alles gut, wir können da hinrennen. Ja, dachte ich mir gerade auch, 500, 600 Meter geht ja. Vielleicht finden wir unterwegs einen Pfad. Hier schon mal nicht. Erzählt er das schon wieder? Ach, hier ist Wasser. Okay, schwimmen kann ich nicht so gut. Ich bin ein kleines U-Boot. Habe ich gesehen. Sammelst du gerade die Fische ein, oder was? Ich hab ein bisschen gemampft. Hatte Hunger. Oh. Dran vorbeilaufen oder erledigen? Die da.
Ah, okay, keine Antwort. Auch eine Antwort. Was hast du denn für ein Gewehr mitgenommen wieder? Geht da doch subtil? Wer? Oh! Huch! Mann. Du, wir müssen nach rechts. Oder hast du irgendwas gesehen, was man nutzen kann hier? Okay, ich habe was gesehen. Aber komme ich eh nicht. Doch. Hier ist was zum Plündern. Hast du das mitgekriegt, wo du gerade vom vorbeigelaufen bist? Ja, so ein gelber Sack. Ja, zwei gelbe Säcke. Habe ich beide eingesammelt. Okay. Und jetzt rennt er den Hügel drauf. Verdammt. Jetzt finde ich wieder keine Seite, wo ich raufklettern kann. Zzt. Baum. Der Baum. Oh, ich stürze ab. Bevor Rücker. Ach, so ein Mumpitz. Baum. Wie bist du an dem Felsen vorbeigekommen? Wo bist du überhaupt wieder? Ich bin schon oben. Ich suche einen Weg. Ich höre einen Bären. Stellungswechsel. So, die können jetzt erstmal keinen Alarm mehr auslösen. Viel zu weit oben. Was ist? Hab die Waffe aus Versehen gewechselt. Und jetzt stehe ich wieder vor meinen komischen Typen. Das ging schnell. Du warst ja auch schon 3 Stunden früher da. Ich kann mir überhaupt nicht den Hügel hoch. Voll die Irrfahrt. Man muss nur wissen, wie man schneller sein kann. Was meinst du, wie ich dich auch eingeholt habe? Keine Ahnung. Ach, das ist der falsche. Befreien wir unsere Seelen und Herzen. Der Schmerz der Entsühnung ist immer relativ zur Schwere der Sünde. Und dank dir, Deputy, wiegen die Sünden des Widerstands wirklich schwer. Ihr werdet büßen für die Taten des Deputies. Kommst du? Ihr werdet alle
alle das Wort des Mörders in eurem Herz an. Das müssen wir mit jemandem reden. Nee, nicht, hier nicht. Okay, okay. Dann nichts leichter als das. Dann fliegen sie mal. Willkommen bei Fox Airline. Heute fliegen wir Sie quer durchs Land. Bitte steigen Sie nicht aus und bleiben Sie sitzen. Andere Richtlinien haben wir nicht. Bitte genießen Sie Ihren Flug. Fox Airline out. Was denn für ein Fluch? Die einzelnen Ringe tatsächlich markiert mit Metern? Ja. Okay. Alles andere muss man immer suchen, ne? Echt?
Nee, erstmal. Nee, erstmal such mal bitte auf der Karte nach zerstörbaren Dingen, die man hochjagen kann. Weil wir haben ja jetzt noch die Möglichkeit zu fliegen und zu zerstören. Wie finde ich denn die zerstörbaren Dinger? Aber ich die haben so ein Explosionszeichen. Oh, echt? Die sind aber nicht mehr hier in der Nähe. Doch, da ist eins. Silo wäre da im Angebot. Ja, genau. Ich hab's im Visier. Such bitte weiter. Ich glaube, da suche ich mich doof. Jedenfalls auf der hellen Karte. Ah, wir können auch nicht allzu weit weg. Schade. Hasse. Reicht der Streifstoff nicht? Nee, die Fahrzeuge haben hier wie gesagt immer noch unendlich Treibstoff. War ja auch nur ein Joke. Ich dachte, du wolltest landen, du Looping-Meister. Erst beleidigen und dann bedanken. Hm? Erst beleidigen, dann bedanken, ne? Ich sag ja, Komm schon, pack an! Hat man's gehört? Jetzt soll man auch noch mit anfassen. Weißt du, das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich sowas für ein gutes Gefühl habe. Ist das so? Diese verdammten Peggys. Kim, komm schon! Die haben an hier rumgefummelt. Dieses Flugzeug ist seit 3 Generationen in meiner Familie. Ist das zu glauben? Nein. Kim, kommst du dann? Und wann ist das Flugzeug wieder weg? Ehrlich, die Frau macht mich fertig. Sobald wir das nächste Mal da einsteigen können. Nee, ich dachte mehr so an den Hintergrund, dass er das wieder verdaddelt. Retten können die auch nicht. Ah, da haben sie getroffen. In der Luft bin ich besser, aber am Boden bist du wie ein wildes Tier. Ich greife von oben an und du von unten. Was sagst du? Buja! Buja? Du bist auch so ein Buja. Will mich jetzt mal wieder bewegen. Du hast die Waffen schön vorgewärmt, aber ich werde sie zum Glühen bringen. Kim ist raus. Ich vertraue dir, Partner. Pass auf sie auf. Ach, Quatsch. Die
Wie man sie einfach alle sieht. Erstmal durchmassakrieren. Die Peggy ist zersiebt. Mit den Taschenhilfen, ja, nee, ist klar. Du verstehst das. Wurde es Wumms gemacht? Ich verstehe was nicht. Dass die unser Land stehlen, unsere Freunde entführen und Gott weiß was sonst. Kim. Nach dem Film bin ich aber auch raus für heute. Okay. Okay. Dann kommst du immer so spät. Okay, heute war ich selbst spät. Na, dann kann ich meine Story weiterzocken. Ja, gut. Viel Spaß dabei. Jacob habe ich platt, im Moment bin ich bei. Hier, wie heißt der andere Kerl da noch gelegt? Ein krisseliger Schwarz-Weiß-Bildschirm, darauf kann man gar nichts erkennen. Nick. Viechers. Was? Viechers. Alles Viechers. Ja. No. Oh Gott. Ja, der Beauty. Sieht aus, als würde sich die Rye-Familie verschanzen. Hey, hör mal. Wenn du Luftunterstützung brauchst, sag einfach Bescheid. Du und ich, wir sind wie Butch und Sundance. Wir sind am Ende beide gestorben. Ach was. Bitte pass auf ihn auf. Sonst noch ein Wunsch? Bisschen umlegen. Ich schnapp mir dann das Flugzeug. Jetzt. Und es ist weg. Einfach das Flugzeug abgeschnappt. Zieh den Weg mit dir vor. Ah, der ist als Helfer, okay. Sehr schön. Ach, so ein Unsinn. Da wollte ich hin. Okay. Ja. Das war's dann für heute. Ich weiß gar nicht mehr, was ich ursprünglich angefangen habe, aber auf jeden Fall sind wir weiter. Oder wie war der? So ähnlich, ne? Was ist denn jetzt schon wieder kaputt gewesen hier? Ist doch. Ich hab das mal rum. Nee. Der macht da nur Faxen. Nur Unsinn macht er. Oh, schade. Da hat sich nur Bumm gemacht. Hat er nicht nur Bumm gemacht? Der zweite Auto. Ach so. Zerstörungswütig die Autos kaputt gemacht. Ja, wie immer. Du kennst mich ja. Mittlerweile ein wenig. Ja, Massaker. Okay. Ich sag dann mal... Wahrscheinlich bis morgen. Ja, John Seed habe ich platt gemacht, aber Jacob fehlt noch. Und Faith habe ich gar nicht angerührt. Komisch. Die verwirrende Welt. Vielen Dank fürs Zuschalten. Wir sehen uns. Ja. Da haben wir das.